In Hannover haben Hunderte gegen den AfD-Bundesparteitag demonstriert. Die Polizei setzte Wasserwerfer gegen Störaktionen ein. Ein Polizeifahrzeug setzt vor dem AfD-Bundesparteitag am 2. Dezember 2017 Wasserwerfer gegen Demonstranten in Hannover ein. Quelle: Deutsche Presseagentur. Die Polizei hat auch mit Hilfe von Wasserwerfern mehrere Straßenblockaden rund um den AfD-Parteitag in Hannover aufgelöst. Gegendemonstranten hatten am Samstagmorgen mehrere Zufahrtswege zum Veranstaltungsort blockiert. Die Polizei war mit zahlreichen Hundertschaften im Einsatz. Nach Polizeiangaben hätten die Demonstranten trotz mehrfacher Aufforderung eine Zufahrtsstraße zu dem Kongresszentrum zuvor nicht geräumt. Einige Demonstranten, die sich zu Sitzblockaden auf Straßenkreuzungen niedergelassen hatten, wurden von der Polizei weggetragen. Der geplante Auftakt des Parteitags verzögerte sich um fast eine Stunde. Der Ablauf des Parteitages sei davon aber bislang nicht beeinträchtigt worden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die AfD kommt erstmals nach ihrem Einzug in den Bundestag am Samstag zu einem Parteitag zusammen. Auf der Tagesordnung des zweitägigen Kongresses in Hannover steht unter anderem die Wahl einer neuen Parteispitze. Kampf um Parteispitze. Der Vorsitzende Jörg Meuthen will seinen Posten verteidigen. Meuthen leitet die Partei seit dem Austritt von Frauke Petri alleine. Der Europaparlamentarier unterhält gute Beziehungen zum rechtsnationalen Flügel um den Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke. Bis kurz vor Beginn des Delegiertentreffens war aber nicht klar, wer sich sonst noch um die beiden Spitzenjobs bewirbt. Neben Meuthen hat von den bundesweit bekannten Funktionären bisher nur der Berliner Landesvorsitzende Georg Patzdaschi seine Kandidatur angekündigt. Der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland,